In dem Versuch zur Unkrautbekämpfung in Winterweizen, hier hinter mir, haben wir ausgetestet, welche Möglichkeiten der Unkrautbekämpfung wir mit dem Flame Duo haben, einem neu zugelassenen Herbizid gegen Dicotyle Unkräuter im Winterweizen, in der Wintergerste und auch in der Sommergerste. Die Aufwandmengen, die lagen hier im Versuch, abseits von den 60 Gramm, die maximal zugelassen sind, bei 50 bzw. 40 Gramm pro Hektar. Wir haben es kombiniert mit einem Gräsermittel mit 0,9 Liter Aufwandmenge, beziehungsweise auch mit einem anderen zweiten Gräsermittel, welches auch noch Dicotyle Unkräuter bekämpft, mit 130 Gramm plus Formulierungshilfsstoff. Und wir haben getestet, welche Möglichkeiten wir mit der Zugabe von Piasan, also flüssigem Stickstoffdünger, hier von der SKW Piesteritz, mit 30 Litern pro Hektar beziehungsweise pur, das heißt 300 Litern pro Hektar, haben und welche möglichen phytotoxischen Effekte auftreten können. Einzig und allein bei der Kombination mit Piasan pur, das heißt 300 Liter pro Hektar, traten einzelne Nekrosen auf an den Weizenpflanzen, die sich allerdings nach 2, 3, 4 Wochen wieder verwachsen haben. Die Unkrautwirkung war aber exorbitant gut. Es geht um Unkrautbekämpfung im Winterweizen. Das hier ist eine unbehandelte Kontrolle. Also wir sehen hier oben drüber stehen Rauke, Hederich, Kamille, Klettenlabkraut, Phacelia oder Durchwuchsphacelia, kann man auch sagen. Andere Unkräuter stehen hier auch drin, die sieht man aber nicht. Das sind also unter anderem Erdrauch, Hirtentäschel, Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Ackerhellerkraut. Dann in der unbehandelten Kontrolle haben wir hier eine Rauke. Ein Dettenlabkraut, richtig groß, fast über den Bestand wachsend, beziehungsweise ein Ausfallraps. So, und dann? Hier ist noch ein Erdrauch und dann hier dahinter noch eine Kamille. Wenn man etwas weiter unten gräbt, beziehungsweise in anderen Wiederholungen dieses Versuches, findet man dann noch eine Wolfsmilch, Stiefmütterchen oder auch Erdrauch. Die Wolfsmilch ist kein typisches Ackerunkraut, auch nicht für den Standort, aber hier ist sie halt vorhanden. Wird auch sicher durch Flame Duo bekämpft. Stiefmütterchen auch, vor allen Dingen mit Tankmischungspartnern, und auch der Erdrauch wird sicher mit Flame Duo 40-50 Gramm pro Hektar bekämpft. Wie bereits erwähnt, war ein Teil der Versuchsfrage Bekämpfung von Ungräsern, Windhalm, Ackerfuchsschwanz, den es hier auf dem Standort nicht gibt, und verschiedene Kombinationen dann auch späterhin mit unserem neuen Herbizid. Deshalb ist es also in der Versuchsfrage immer notwendig, das Graminizid, das Gräserbekämpfungsmittel, als Solo in eine Parzelle zu legen. Und das ist diese Parzelle. Die Gräser sind nicht vorhanden, aber die Dicotylen sind genauso wie in der unbehandelten Kontrolle vorhanden. Die dritte Parzelle ist praktisch die erste mit unserem neuen Herbizid Flame Duo, zugelassen im Herbst des vergangenen Jahres. Wirkstoffe sind Tribenuron und Basolam. Aufwandmenge maximale 60 Gramm pro Hektar. Wir haben hier mal begonnen mit 50 Gramm pro Hektar gegen dieses breite Dicotyle-Unkrautspektrum, und die Unkräuter wurden zu 100% bekämpft. Der Gräserpartner wurde hier natürlich aus versuchstechnischen Gründen auch hinzugefügt, spielt aber hier keine Rolle. Der Bekämpfungstermin war Anfang April zum Ende der Bestockung, zum Anfang des Schossens. Die nächste Variante der Unkrautbekämpfung hier in diesem Versuch ist auch wieder mit Flame Duo. Allerdings eingesetzt 40 Gramm pro Hektar, auch wieder mit dem Gräserpartner. Wir haben die Aufwandmenge vermindert, um Wirkungsreserven aufzudecken. Und alle in der Kontrolle vorhandenen Unkräuter wurden auch hier zu 100% bekämpft.
Die nächste Variante, auch wieder mit Flem Duo, 40 Gramm pro Hektar, ist etwas dem Hausherrn geschuldet, der SKW Piesteritz. Wir haben hier zur Erhöhung der Wirkungssicherheit, der Wirkungssteigerung, haben wir hier zur Spritzbrühe 30 Liter pro Hektar Piasan dazugegeben, also einen Stickstoffdünger. Das macht man auch in der Praxis sehr gern. Der Gläserpartner ist hier auch dazu gekommen. Der Anwendungstermin war Anfang April auf BPCH 30. Der Wirkungsgrad ist 100%. Alle in der unbehandelten Kontrolle vorhandenen Unkräuter wurden sehr sicher bekämpft. Und Pflanzenschäden gab es keine. Im Gegenteil, die Wirkung, die unkrautbekämpfende Wirkung trat sogar etwas eher und schneller ein. Und auch die nächste Variante ist wieder verbunden mit dem Hausherrn. Es wurden hier 40 Gramm Flem Duo behandelt, mit dem Gräserpartner zusammen, aber in Piasan 28 pur. Das heißt also 300 Liter pro Hektar flüssiger Stickstoffdünger, in dem die Herbizide gelöst wurden. Diese Mischung, also Herbizide in AHL, also Piasan hier in dem Falle, 300 Liter pur auszubringen, ist mitunter etwas gefährlich. Es kann zu phytotoxischen Effekten kommen. Gute Landwirte, mutige Landwirte machen das. Man erreicht dadurch auch eine schnellere unkrautbekämpfende Wirkung. Es kann natürlich auch unter Umständen nicht entsprechend dicker Wachsbelag auf der Pflanze zu leicht negativen Effekten kommen. Die Pflanzen haben sich hier alle wieder ausgewachsen. Wir werden den Versuch dreschen und werden dann sehen, ob es zu ertragsmindernden Effekten gekommen ist. In dieser Parzelle wurde auch Flem Duo behandelt mit einer Aufwandmenge von 40 Gramm pro Hektar, zusammen mit dem Gläserpartner, was ja im Versuchsplan so vorgesehen war. Nun ist es so, dass bei einer derart niedrigen Aufwandmenge gewisse Unzulänglichkeiten beim Wirkungsgrad, vor allem beim Flem Duo, sind das vor allem Ehrenpreisarten bzw. auch Stiefmütterchen, die also hier auf dem Standort nicht sehr stark vertreten sind, aber sie können bei vor allem größeren Pflanzen eventuell nicht ausreichend bekämpft werden. Deshalb haben wir hier dazugegeben einen Wuchsstoff Mecoprop Duplosan KV, 1 Liter, Anwendungstermin Anfang April, BPCH 30. Es hat keine irgendwelchen Auffälligkeiten gegeben in Hinsicht auf Phytotox oder auch auf nicht mögliche Beschwerden, sondern die Bedingungen waren ideal. Kommen wir jetzt zur letzten Parzelle in diesem Versuch. Und hier ist die Aufwandmenge von Flem Duo auch 40 Gramm pro Hektar. Tankmischungspartner gegen Gräser ist ein anderer als bisher mit 130 Gramm pro Hektar und einem Formulierungshilfsstoff 0,6 Liter pro Hektar ist er hier zum Einsatz gekommen. Es ist eigentlich vorrangig ein Gräsermittel, aber auch mit Wirkung gegen dicotyle Unkräuter. Und wir haben hier das Flem Duo im Prinzip als Ergänzung dazugegeben, auch mit einer niedrigeren Aufwandmenge. Der Erfolg sehr gut. Die Unkräuter sind alle bekämpft. Egal welcher Art, und das Versuchsziel wurde im Prinzip erreicht. Das neue Produkt Flem Duo, ein Herbizid in Winterweichweizen, Wintergerste und Sommergerste mit den Wirkstoffen Ribenuron und Fluorazolam, bekämpft ein breites Spektrum dicotyler Unkräuter mit einer ganz leichten Schwäche für die Ehrenpreisarten und das Ackerstiefmütterchen. Der Wirkungsgrad da liegt in etwa bei 60-70%, kann durch Zugabe von anderen Tankmischungspartnern ganz leicht ausgeglichen werden, und die maximale Aufwandmenge ist 60 Gramm. Wir haben es hier im Versuch getestet mit 50 Gramm bzw. auch 40 Gramm der Tankmischungspartner, den man ja meistens hat, oder auch ergänzende Stoffe wie Stickstoffdünger können durch die verminderte Aufwandmenge auftretende Wirkungsverluste sehr gut auffangen. Und wir haben hier eigentlich durchweg alle Varianten waren komplett unkrautfrei.